Hey ho und herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Simpsons Springfield. Nach einer kleinen Abstinenz, was die Aufnahmen angeht, geht's für mich jetzt weiter. Die Folgen kamen ja in den letzten Tagen alle schon voraufgezeichnet sozusagen. Guck mal da. Alter, guck mal, ist das krass oder ist das krass? 30 Donuts! Jawohl, Alter. Es wird, ja. Und ist ein bisschen was passiert in der Zwischenzeit, wo ich nicht aufnehmen konnte. Ja. Und zwar ist das Gerichtsgebäude fertig geworden. Ich habe es aber noch nicht beendet. Also ihr seht, der Haken schwebt da noch in der Luft. Und das gucken wir uns gleich an. Aber erstmal sammeln wir hier die Leute ein. Und ebenfalls fertig geworden ist der Tooth Chipper in Krustyland. Den werden wir uns gleich auch angucken. Auch da habe ich noch nichts mitgemacht. Ihr habt also wieder mal nichts verpasst. In der Zeit, in der ich nichts aufnehmen konnte, habe ich eigentlich nur Geld gesammelt. Und ja, ein bisschen rumgechillt. Aber geil, dass wir jetzt schon 30 Donuts wieder bekommen haben. Das ist echt eine krasse Ausnahme. Jetzt haben wir schon einige. Flöpp, 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 flöpp. Erstmal alles einkassieren hier. Natürlich rubbellos noch machen. Tipp, 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 tipp. Da, gut, dann haben wir jetzt nicht so viel Glück. Aber krass, ey, 30 Donuts, das ist aber schon mal eine Hausnummer, die kriegst du nicht so oft. Jetzt ist jetzt die Frage, ob die Überraschung bei allen gleich ist oder ob das zufällig generiert wird. Hupen raus, da war Hupen raus, haha. Guck mal. Weil das zufällig wäre, dann ist Glück. Und wenn es alle kriegen, dann ist es ja wahrscheinlich schon wieder irgendwie ein Geschenk. Mal gucken. So. Wenn wir jetzt mal hier alles einkassieren. Beziehungsweise wenn wir alles einkassiert haben, werden wir uns mal dem Gericht widmen und gucken, was passiert. Sieht schon mal ganz gut aus. Hier ist passiert. Sonst haben wir eh noch keine neue Aufgabe. Bam. Ich habe das jetzt erstmal hierhin gebaut. Ich richte Snyder. Haben wir jetzt. Star-Juristen, ja. Und zwar wollte ich hier, muss ich das ganze Getöse noch ein bisschen wegschieben. Und dann wollte ich ja hier so ein bisschen das ein bisschen anpassen. Alter, was ist ein Koloss? Würde ich das ganz gerne hier... Ah, guck mal. Das können wir schon mal wegschieben. Und dann kann ich hier... Ich habe das Land ja hier neu gekauft. Das müssen wir nochmal irgendwann reinigen lassen. Und dann wollte ich das Gericht hier so ein bisschen amtlich hinbauen, dass man da so eine kleine Einfahrt irgendwie hat. Mal gucken, vielleicht wie wir das hinkriegen. Ah, guck mal. Da steht schon wieder Scheiße. Das heißt, es muss noch ein Ding nach hinten. Dann können wir es nämlich... Oder machen wir es mal zwei. Dann können wir nämlich die Straße noch vorm Gericht herziehen. So. Dann hat das Gericht erstmal eine eigene Einfahrt und dann kommen da irgendwie bei der Zeit noch ein paar Sachen hin. Das können wir mal gucken. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Ich würde vorschlagen, jetzt gehen wir mal nach Krusty. Ah, jetzt hat Willy eine Aufgabe. Lass Willy an seinem Manifest arbeiten, bitteschön. Klar, machen wir. Das war's aber dann auch schon wieder mit Aufgaben hier in Springfield. Und von daher können wir mal nach Krustyland gehen und gucken, was da abgeht. Und wie der Tooth Chipper endlich dann aussieht, also die Achterbahn. Ja, so. Komm schon. Ja, heute übrigens die Folge leider wieder etwas später, zu einem etwas späteren Zeitpunkt, weil wir waren bis 17 Uhr in der Uni. Und ich habe es heute Morgen nicht mehr, also von 9 bis 17 Uhr hatten wir Vorlesungen und ich habe es vorher nicht mehr geschafft aufzunehmen. Ich wollte es erst eigentlich heute Morgen machen, habe es dann aber verpeilt, weil ich ein bisschen zu spät aufgestanden bin und vor der Uni auch noch kurz was erledigen musste. Deswegen muss ich schon ein bisschen eher fahren und dann habe ich es nicht mehr geschafft heute Morgen. Deswegen machen wir das jetzt und mal gucken, ob ich vielleicht noch nachher nochmal weg, aber vielleicht nehme ich dann heute Abend nochmal was auf und werde dann das morgen aus der Uni hochladen. Das geht eh schneller. So, die Achterbahn ist fertig, aber es passiert nichts, okay. Bart hat auch eine Aufgabe, doch, guck.
Ich glaube es nicht, dass der berühmte Toothchipper das Fahrgeschäft, das drei Präsidenten auf dem Gewissen hat. Die einzige Achterbahn, die von einem Team aus Serienkillern entworfen wurde. Aus dem Weg. Du hattest recht mit meinem Park, Kleiner. Und wenn du auf den Chipper gehst, war schön, dich gekannt zu haben. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Lass Bart auf dem Toothchipper fahren. 24 Stunden Achterbahn fahren. Ja, das grenzt schon wieder an so einen Weltrekord. Jetzt bin ich aber gespannt, ob da auch eine Bahn rumfährt und ob da auch Bart drin sitzt. Also die Bahn fährt, aber man sieht nicht, ob der Bart drin sitzt. Naja, egal. Leute beschäftigen. Was machen wir? Wenn ich gleich noch was aufnehmen will, sollte ich kurze Aufgaben machen, ne? Machen wir mal 4 Stunden. Machen wir mal 4 Stunden, dann ist es 21:40. Ja, das passt. Das ist eine gute Zeit. Dann kann ich auf jeden Fall nachher, also heute Abend, noch eine Folge aufnehmen. Und die dann morgen hochladen, damit es morgen wieder eine pünktliche gibt. Und nicht mehr so mit dezenter Verspätung wie heute. Und falls ihr sowas demnächst vorher sehen wollt, dass die Folgen, also wenn es solche Informationen gibt, dann solltet ihr uns bei Facebook liken. facebook.com/mobilefanboy, weil nämlich da dann meistens drin steht, wenn es mal was später gibt. Das heißt, dann werdet ihr auch direkt mitkriegen. Ah, heute dauert es ein bisschen länger und so weiter und so fort. Dann hat man so ein bisschen mehr die Informationen und weiß, was Sache ist. Ich finde das immer ganz praktisch. Andererseits, naja. Sieht man es ja auch. Man kann sich auch ein bisschen überraschen lassen, wenn die Folgen online sind. So. Machen wir natürlich jetzt hier mal eben schnell Durchlauf. Solange hier eh nichts Interessantes passiert, brauchen wir das auch nicht immer anzugucken. Ja, ansonsten ist auch nichts Neues, nichts Interessantes hier passiert. Toothchipper und Gerichtsgebäude haben wir. Alles andere ist beim Alten geblieben. Boah, nicht großartig. Ich habe zwischendurch mal Pferderennen und so gemacht. Pferderennen, Hunderennen und Rumlose ist aber auch nicht groß was bei rumgekommen. Also im Endeffekt alles beim Alten. So. Jetzt gucken wir mal, was hier noch so ansteht, wenn die fertig sind. Dürfte ja dann eigentlich nicht mehr viel passieren. Dann wollen wir einfach mal schauen. Und gucken. Schauen und gucken. Schauen wir mal, dann gucken wir. Sehen wir schon. Ne? Oder wie war der Spruch? So. Alter, wie viele das hier mal sind. Los, ne, neigt sich dem Ende. Die Chinesin ist die Letzte. Na, nee, der Richter ist der Letzte. Stimmt ja. So. Jetzt sind wir schon natürlich... Achso, hier übrigens... Ach ja, was doch noch passiert ist. Ich habe ja hier noch einen Gulp & Blow gebaut und noch einen Quickie-Markt und noch einen Krusty Burger. Die Gebäude haben aber nichts zu unserer Verschönerung hier beigetragen irgendwie. Immer noch hier 4,5. Ich weiß nicht, wenn wir Konsum denken, Ökobewusstsein, müssten wir noch mehr Zeug kaufen. Was ist hier? Kaufe Häuser, aber wir haben auch schon so viele Häuser. Finde Freunde, da können wir nichts mit meckern. Deko haben wir auch voll, also wir bräuchten noch Restaurants. Aber ich will jetzt nicht schon wieder ein Restaurant bauen, also müssten wir jetzt hier auch noch Krusty Burger hinbauen. Und das können wir natürlich machen, ne? Ist ja eigentlich auch egal. Oder ein Gulp & Blow, das ist billiger. Zup. Einen bauen wir mal da noch hin. Und dann bauen wir noch ein Geschäft. Bauen wir den noch hier hin. Alles klar. Ich denke mal, das müsste auch jetzt erstmal wieder für heute reichen. Ich habe es nämlich noch ein bisschen eilig. Wie gesagt, ich muss noch weiter. Dann haben wir das jetzt erstmal hier geschafft soweit. Alles Weitere werden wir dann morgen erledigen. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Wie gesagt, liked uns bei Facebook. Liked die Folge. Oh, der Wetteinsatz ist ja gesunken. Keine Ahnung. Wetten wir mal auf Sabberschnauze noch schnell. Ja, ihr wisst Bescheid, Facebook, abonnieren und so weiter und so fort. Macht ein bisschen Werbung bei euren Freunden. Könnt ihr ihn ja mal empfehlen. Dass es hier ein paar coole Videos gibt, wenn die sich auch für sowas interessieren, können sie mal reinschauen. Wolfswelpe gewinnt das Rennen, dann haben wir da nichts gewonnen. Das ist nicht weiter tragisch.
Wir könnten bald mal wieder die Donuts ausgeben, aber vielleicht heben wir uns das für Folge 300 auf. Und gucken wir dann mal, was wir da bis dahin kaufen können. Alles klar, ich verabschiede mich fürs Erste, macht's gut und tschüss.